In ist 1:1 gegen Hertha BSC. Was überwiegt am Ende jetzt? Die Freude, weiterhin ungeschlagen zu sein, oder der Ärger darüber, dass es zu Hause nicht zum Sieg gereicht hat? Ja, es ist sicherlich mehr der Ärger, wenn man 1:0 führt, dann will man das Spiel auch am Ende gewinnen. Hat leider nicht geklappt und ja, von daher kann man einerseits sagen, man hat gegen Hertha BSC gespielt, nicht verloren, ein Punkt ist okay, andererseits spielt man zu Hause, man möchte gewinnen und dann kann man auch sagen, wir haben 2 Punkte verloren. Mo Idrissou 1:1 gegen einen Mitfavoriten um die Aufstiegsplätze Hertha BSC. Ein Punkt gewonnen oder 2 Punkte verloren zu Hause? Ja, am besten 2 Punkte verloren. Warum? Ja, weil ich spiele zu Hause. Die sind in Berlin, die will aufsteigen. Die können normalerweise ja Punkte irgendwo anders holen. Wir sind auch Favorit, aber im Grunde erste Halbzeit, erste 20 Minuten, 25 Minuten. Wir sind total nicht da. Dann haben wir dem Selbstvertrauen holen lassen. Dann haben sie das getan. Zum Glück haben wir erste Halbzeit nicht 2 Tore. Haben sie 3 Möglichkeiten, da Tore zu machen. Leider Glück ist unserer Seite. Und davon können wir zufrieden mit dem 1:1.